Willkommen zurück zum Ladebildschirm-Simulator und damit meine ich natürlich Ansem. Ich habe jetzt die nächste Quest von Dax angenommen. Ich hoffe mal, dass es die letzte für Dax ist und danach quasi die Story wieder, also die normale Story weitergeht. Ich bin kein Freelancer. Ich kann dem Kommandanten nicht einfach sagen, er soll sich verziehen. Also sie kommt mal wieder nicht mit anscheinend, so wie ich es raushören kann. Colin ist ein gefragter Kerl. Ja, ich warte mal, ich werde ja eh gleich geportet. Yep. Ah, direkt in der Action drin. Der andere Kolossus hat auch das mit dem Nahkampfschaden, wenn er gegenläuft. Dax, welcher davon ist Terra? Ich sehe nicht. Das sind alles kleine Fische. Das ist alles meine Schuld. Wie meinst du das? Nichts. Sieh dir den Läufer an. Vielleicht findest du noch einen Hinweis. Angeblich hier laut Radar. Wahrscheinlich eher unten. Oder nee. Ah ja, hier vorne drin. Lol. Alle falsch. Die sind nicht willkürlich. Das ist eine Karte. Was? Wie? Meine Patrouille ist in der Nähe. Ich erkläre es persönlich. Persönlich? Echt? Bring es mir einfach. Steht der jetzt echt rum? Ja, lol. Ja, im Anzug aber auch. Hier ist es. Sieht für mich immer noch nach gekritzelt aus. Weil du nur das halbe Bild siehst. Du brauchst einen Schlüssel. Eine Überlagerung. Woher weißt du das? Hat mir meine Tasche gegeben. Ein Kartografik sind, um Orte zu verstecken. Dann ist es vermutlich Terlens Hauptlager. Das Tagebuch muss dort sein. Wie kommen wir an die Überlagerung? Wie viele Läufer hat der Typ? Hey, überprüf die Routen. Ist einer in der Nähe? Ja. Da ist einer. Ich schicke ihn. Auf geht's hin da. Ah, das ist ein Titan. Wir haben den Läufer gefunden, aber er wurde von einem Titan attackiert. Ein guter Tag für Läufer heute. Hey! Der Titan hat sich um den schweren Teil gekümmert. Jetzt musst du nur noch einen Weg hineinfinden, ohne dass das Ding dich umbringt. Das ist immer das Problem. Wollen Titan einfach töten. Ah, daneben, Alter. Aufs Maul gibt's für dich. Die Frachttür rührt sich nicht. Die Batterie ist hinüber. Such in dem Wrack nach Ersatz. Vielleicht lieber erst den Titan ausschalten? Nur so ein Gedanke. Ja, Mann, zumindest zwei von uns, ja.
Oh fuck. Nein, 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 nein. Wow. Junge, ich war in der Ecke festgehungen. Wie soll ich denn da wegkommen? Oh, bester Spot, Alter. Oh fuck, nicht die Welle. Ja, wow. Ich hatte ein Schild oben, aber auch egal, ne? Grab Leonor 1. Dauerfeuer. Bisher barrieren. Boom. So. Oh. Junge, jetzt rastet er aus. Jetzt ist aber auch dauert. Sam, öffne dich. Die Tür müsste jetzt aufgehen. Ja, okay. Hol dir die Überlagerung. Klopf, klopf. Wir haben noch eine Schriftrolle gefunden. Ich setze die Bilder zusammen. Ist das zu glauben? Dex hatte recht. Auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn. Hey, ich kann euch hören. Markiere Talons Basis. Da. Schon unterwegs. Mal sehen, wer zuerst da ist. Was ist mit deiner Patrouille? Ja, die kommen ohne mich klar. Einfach abhauen, ne? Ja. Läuft bei der. Dass du auch vorbeikommst.
Wenn du mir jetzt portest. Na ja, gut. Das hätte ich ja nie gedacht. Wo ist Talon? Herr Feigling hat sich drin verbarrikadiert. Wir müssen die Verteidigung des Lagers ausschalten, um ihn zu erreichen. Den dabei. Konzentriere dich auf die Geschütze. Meinst du mit dem Ding ein Javelin? So. Siehst du das? Ich bin so krass. Acht auf 6 Uhr. Meinst du Uhr 6? Ich kann euch jetzt Platz. Ist es vorbei? Jetzt schon? Zack. Bleibt zurück, ich warne euch! Sag nicht, dass das Talon ist. Nein, nur ein Wurm. Der wird kein Problem sein. Wie kannst du? Na los, bring es zu Ende. Okay. Hieß nicht, dass da wird Talon sein jetzt oder was? Von A nach B, zu A, zu B. Hin und her. Hin. Aber Cutscene. Nicht näher kommen. Niemand muss verletzt werden. Hey, 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 wir wollen nur das Tagebuch. Schon klar. Aber Talons Befehl lautet, ich darf's euch nicht geben. Hat Talon die Erlaubnis zu verbrennen? Nein. Vielleicht. Halt die Klappe! Okay, warum will Talon das Tagebuch überhaupt? Weil es eine Schatzkarte ist. Die verschwundenen Leute hatten Wertgegenstände bei sich. Und wenn ich sie finde, bin ich reich. Du hättest mir nicht folgen sollen, Dex. Hättest du mir nichts gestohlen, Talon? Ich bin ebenso. Das war doch von vornherein klar. Was soll das heißen? Hast du ihn etwa angeheuert? Ist ja nicht so, als hätte ich seine ganze Akte hier. Außerdem, Talon war früher mal Sentinel. Und das ist aus ihm geworden. Du stirbst zuerst. Oh, das ist was schöne Grafik. Alles unter Kontrolle. Lebst du noch? Ja, ist das. Dürfen wir mal das Innere meiner Nase und meines Munds. Meine. Nimm sie weg, sofort. Okay. Wo ist Talon hin? Kommandant! Ey, mein Kopf ist hohl. Ich bin dem Rauch nach. An den Überresten ihres Javelins vorbei. Ich kann das erklären. Nein, sie sind erledigt. In Fort Tarsis wartet jemand, der sie nach Hause bringt. Kommandant, warten Sie. Dieses Tagebuch gehörte meiner Tante. Es kann das Rätsel um die Smaragdschlucht lösen. Hey! Geben Sie das her. Seien Sie froh, dass Sie noch einen Javelin haben, Freelancer. Zumindest hat Talon das Tagebuch. Mistkerl. Er braucht es nicht mehr. Er wollte nur nicht, dass ihr es bekommt. Er hat so viel Vorsprung. Gebt einfach auf. Aufgeben? Ist nicht mein Ding. Gut. Dax! Wir kriegen das schon raus. Wir reden dann im Vor. Es gibt jetzt noch eine Dax-Mission. War ja irgendwie klar. Expedition abgeschlossen. Da. Reicht's für Level 20?
Ja, ich bin kurz vor Level 20. Üch, was gibt's denn hier alles? Zerlegen. Ja, zerlegen. Die nehme ich mal, das nehme ich mal an. Ein anderes. Eine andere Automatikkanone. Vielleicht mal eine Automatikkanone, die man nicht aufladen muss, also anlaufen muss. Reinfeuerpistole, das ist mehr so wie ein MP, das könnte ich eigentlich auch mal probieren. Schildimpuls auf jeden Fall behalten, das kann weg. Weg. LMG. LMG-Scanner sind geil. Da habe ich halt LMG zur Automatikkanone. Automatikkanone kann ja nur der Titan, der Kolossus haben. Aber gefühlt war das LMG geiler. Kann natürlich sein, dass wenn die andere Automatikkanone jetzt keinen Unspin braucht, dass sie dann natürlich auch mehr Schaden rausholen kann. Oder generell besser oder vom Feeling her besser ist. Na komm, geht doch. Bildimpuls. Barry. Waffen. Das und dann nehme ich noch das LMG mit, weil ich sie mal so vergleichen kann miteinander generell. So, und raus und zu DAX gehen, um mit DAX zu reden. Mal wieder. DAX. Lad. Ich möchte mit meiner Hoheit sprechen. DAX wurde in ihr Apartment gebracht. Soll ich sie durchstellen? Nur zu, Faye. Freelancer, ich habe einen Fluchtplan. Aber wir brauchen immer noch das Tagebuch meiner Tante. DAX, du musst echt mal das Flüstern üben. Was? Ich bin wie ein Kaninchen in der Nacht. Aha. Mhm. Hast du wohl das Tagebuch noch? Soweit ich weiß schon. Ich wollte es zurückholen. Aber er sagt, man kann mir dieses Buch voller Unsinn nicht anvertrauen. Aber vielleicht hast du ja mehr Glück. Ein Versuch ist es wert. Irgendwie das Gefühl, dass er es mir nicht geben wird. Ich wünschte, das Fort wäre ergonomisch. Kommandant? Nein. Nein? Nein. Ich übergebe das Tagebuch von Cardea Dell nicht ihrer Obhut. Ich wusste gar nicht, dass das Buch verhaftet wurde. Sehe ich aus, als würde ich scherzen? Puh, schwer zu sagen. Sie sind nicht leicht zu lesen. Aber Sie haben mein Mitgefühl, Kommandant. Mit DAX zu arbeiten. Sie ist schon anstrengend. Sie ist ein impulsiver Adrenalin-Junkie ohne Ausbildung und wird sich noch umbringen. Und mir wird man die Schuld daran geben. Nicht mehr. Wenn sie nach Hause gerufen wurde, ist DAX nicht mehr ihr Problem. Das stimmt wohl. Es kann also nichts passieren, wenn Sie mir das Tagebuch geben. Sie sind abgesichert. Unterschätzen Sie niemals Adaxia Dells Talent, Ärger zu bereiten. Ich bin bereit, das Risiko einzugehen. Dann sind Sie mutiger, als Sie aussehen. Freelancer. Wie einfach mir den überzeugen kann, Alter. Faye, DAX, ich hab das Tagebuch. Perfektes Timing. Ich habe gerade meinem nicht ganz so goldenen Käfig lebwohl gesagt. Treffen wir uns in der Bar. Die war auf der Seite oder so? Naja.
In der Bar. Du. Du glotzt mich an, als willst du. Oh, das ist sie gar nicht. Nein. Und lass mich in Ruhe, Dangi. Hier, direkt vor mir. Hier ist es, das berühmte Tagebuch. Fassen wir zusammen, was vor ihrem Verschwinden war meine Tante dabei. Es sieht aus, als hätten sie ein... Ratet mal, was im Mittelpunkt... Das Herz des Zorns. Jep. Als das Herz des Zorns erschienen ist, hat es eine Kettenreaktion ausge... Und verrückt heißt hier, Leute... Das war die Theorie. Tante Cardea ist... Seinen Notizen nach war Talon offenbar... Seine Notizen? Konzentrier dich, Dax. Was schreibt Talon? Er glaubt, durch die Aktivierung bestimmter Relikte kann er an den Ort gelangen, an den die Karawanen verschwunden sind. Aber anstatt ihre Überreste nach Hause zu holen, will er ihre Sachen stehlen. Ist doch ein schönes Ziel von ihm. Relikte zu aktivieren. Und ich sollte darauf hinweisen, dass das alles nur eine Theorie ist. Wir wissen nicht, was passieren wird. Wir haben schon oft mit Gestalterzeug rumgespielt. Und leben noch. Ja, mein Javelin ist ziemlich ramponiert, aber er fliegt noch. Sag Bescheid, wenn du soweit bist, dann treffen wir uns außerhalb der Mauer. Ich bin allzeit bereit. Codex hinzufügen, Dangi. Mit dieses lange Laufen. Ah, stopp, muss man nachladen, Alter. Easy. Rein da. Jo. Expedition beginnen. Ja. In zurückläden und noch chillen, solange es noch nicht losgeht. Immer noch. Mann, ist das alles viel lang. Ihr nehmt jeder ein anderes Relikt. Wenn Talon recht hat, müsst ihr sie in der richtigen Reihenfolge aktivieren. Hoffentlich ist er klüger, als er aussieht. Ich hätte das schon im Vorfragen sollen, aber wenn Gestalterrelikte Leute verschwinden lassen, was schützt uns davor, genauso zu enden? Nix, wir gehen da hin und verschwinden auch. Aber Tante Cardea meint, dass die Vorfälle in kurzer Folge passieren. Das letzte verzeichnete Verschwinden ist einen Monat her, also sollten wir sicher sein. Die Betonung liegt auf sollten. Wir haben das erste Relikt gefunden. Es ist größer als erwartet. Ja, meins sieht aus wie ein...
riesiges Ventil? Hey, was jetzt? Einen Moment. Ich empfange instabile Energiewerte von unten. Für Dex ebenso. Ich glaube, du musst es eindämmen, um das Ventil zu aktivieren. Ja, Wally Mo. Okay. Wie mache ich das? Also Ausschau nach einem kleineren Relikt. Es müsste... Ist es dieses Leuchtball-Dings hier? Ja, Dex. Sieht explosionsmäßig aus. Um genau zu sein, ist es bereits explodiert. Wir müssen die Fragmente finden. Wird erledigt. Oh, die... Das Automatikgewehr ist viel besser als das andere. Es schießt zwar etwas langsamer, glaube ich, aber es hat keine Anlaufzeit und hat dann trotzdem die große Magazingröße und sowas. Gut, dann bring es zurück zum Leuchtball-Dix. Wir müssen die Teile wieder zusammensetzen. Natürlich mega geil. Und das wäre das LMG, was ich noch habe, ne? Also aber langsames LMG von der Art her, was ich habe. Ruf da! Oh, das war die falsche Taste. Das Flock. Game? Oder ist es ein Stream, der aufgegangen ist im Hintergrund bei mir? Es scheint eher in-game zu sein. Ja. Ebenso. Perfekt. Junge! Genau wie beim letzten Mal. Bring das Echo zur Spitze des Ventils. Du aktivierst wie das sie erstmal ab. Danach folgt Dex. Einstellungen. Video. Grafik. So, jetzt wieder normal, ja. Oh, blau, Loot. Du bist dran, Dex. Immer noch keine Explosion.
Das habt ihr definitiv ausgelöst. Etwas Gutes? Kann ich noch nicht sagen. Eine gewaltige Energiequelle ist erschienen, als Dax ihr Relikt aktiviert hatte. Dann gehen wir dahin. Wir treffen uns dort, Dax. Roger. Ich will nicht wohl. Du musst echt... Vergiss es. Ja, bin mal gespannt. Bei der Boss? Fragezeichen? Ja, geht sogar in eine Höhle rein. Ich bin gleich da! Du klingst außer Puste. Meine Glücksträhne ist vorbei. Jetzt sind die Ska endlich auch bei mir aufgekreuzt. Mach weiter! Ich pack das! Keine Sorge, wir werden dich jetzt gleich retten auch noch, ja? Ach, Bruno. Moment, die nehme ich mit. Und noch eine. Danke, dass ihr die Drecksarbeit erledigt habt. Und noch eine. Aber ich werde natürlich gebordet. Danke. Danke. Sein Schutzschild. Also, was soll ich machen? Setze seine Munition gegen ihn ein. Siehst du diese Sprengsätze? Wenn wir seinen Schildgenerator zerstören, wird Talon verletzbar. Moment. Talon ist da? Oh. Ständig verpasse ich das Beste. Noch kannst du dazu stoßen. Ich würde ja gerne, aber diese Skare hier sind richtig fies. Bleib ja am Leben, sonst muss ich dich rächen. Wäre so easy. Vermeide die untere Ebene. Das Zeug spielt deinem Javelin übel mit. Dauern, bis die Leben. Du wirst meine Spule und meinen Flammenwerfer. Spawn Camping. Ah ja. Ich fürchte, die Explosion hat die Gießerei destabilisiert. Die Energie hier drin ist völlig außer Kontrolle. Darum kümmern wir uns nach, Herr. Junge Teller, Alter, du bist jetzt total zerlegt. Wir sollten das Gebiet sichern. Easy. Keine Komplimente. Einen Moment! Bin in ein Wyvern-Nest gestolpert! Bin gleich da!
bist Dex. Ja? Du. Die Werte werden immer stärker, je weiter wir gehen. Es ist ein Wunder, dass ich die Energiequelle noch verfolgen kann. Mhm. Was waren wir? Mit der Explosion? Du warst. Ach, eine Rune. Ich bin unschuldig. Ausnahmsweise. Oh, noch eine Rune. Oh Mann. Alles ansehen, Junge. Alles ansehen. Ich sehe keine Energiequelle, Pech. Die Explosion könnte einen betriebssicheren Modus aktiviert haben. Also ist die Energiequelle eh auch wieder geportet. Weil ich halt ein bisschen looten möchte. Etwas um, dass sie entsperren könnte. Wir haben etwas gefunden, das nach einem Kontrollgerät aussieht. Aber es reagiert nicht. Es ist mit diesen Scheiben verbunden. Vielleicht brauchen wir eine Art Schlüssel? Ich sehe nicht mal um. Auslöschen der Symbole dämmt das Gestalt der Relikt ein. The what? Okay, warte. Freelancer, jetzt. Ich glaube, ja, du bekommst Gesellschaft. Warte mal, das ist eine Rune. Kriegen die es eigentlich hin? Könnte jetzt ein Schuss sein. Ah, es brennt! Es brennt! Max, alles in Ordnung? Ja, ich muss nur einen Wasserfall finden. Links von dir ist einer. Danke. Ich glaube, er hat es nicht gecheckt, wie es geht, deswegen habe ich es aber auch gemacht für ihn. So, da ist noch eins, was auch noch nicht gemacht worden ist. So, ja. Jetzt einmal. Jetzt hat der andere gedrückt, Alter. Was soll denn das? Der soll aufhören zu drücken. Da ist noch das Äußere. Kommt jetzt. Freelancer? Was zum? Noch mehr Kreaturen? Der ganze Ort ist instabil. Rechne mit allem. Aber der weiß, glaube ich, es geht auch. Hier aber auch irgendwie nicht. Lass mich jetzt einfach machen, Junge. Habe ich alle vier gleich einfach gemacht. Das war. Warte, dieses Geräusch. Das gleiche Geräusch wie vorhin, als wir die Ventile aktiviert haben. Das ist doch gut, oder? Möglicherweise. Die Werte haben sich stabilisiert. Überprüfe das Kontrollgerät. Sollten wir nicht auf Dex warten? Mach ruhig. Dummer Wyvern-Atom hat mein Javelin zum Überhitzen gebracht. Ich bin fast da. Alles oder nichts. Oh, Katzi? Geschafft. Oh.
Ah, das Zellen wahrscheinlich, oder? So, nee, das sind einfach die Leute, die verschwunden sind. Ich hab dich. Evakuierungsläufer. Ich freue mich schon auf das Gesicht des Kommandanten. Oh ja. Easy. Kolossus regelt. Speicherung, Verbrauchsobjekt-Slot. Aus Pläne. So, brauche ich nicht. Das ist die Anlauf braucht, deswegen möchte ich die auch nicht. Das ist ein langsam feuerndes. Reihenfeuerpistole könnte ich mal ausprobieren. Und der Rest ist halt eh Sachen, mit denen ich nicht spielen möchte. Vorerst. E-Schmiede. Nee, warte, ich will meine Explosivsniper wieder ausrüsten. Auf jeden Fall. Na komm, 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 komm. Oder die, die. Ja. Ja, und in der nächsten Folge gehe ich dann wieder mit Dex und dann kann ich wahrscheinlich mein Dämmerschild herstellen. Mal sehen. Wir sehen uns. Ja. Wenn die Aufnahme beenden würde. Geil. Manuelles Aufnahmebeende, weil die Hotkey nicht funktioniert.